Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Dishonored. Ich bin der Baume und ich würde sagen, wir werfen erstmal einen kurzen Blick auf meinen Desktop. Das ist mein Desktop und hier ist das besagte Spiel. Mein Gott, ich freue mich schon so lange drauf. Seit einem gefühlten Jahr möchte ich jetzt schon dieses Spiel spielen, aber es ist mir immer irgendwas dazwischen gekommen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ich quatsch gar nicht lange. Ich drücke einfach auf den Startknopf. Los geht's. Ja, Steam, ich möchte das wirklich spielen, ja. Und jedes gute Spiel beginnt mit einem Fehler. Bing! Und da ist es. Dishonored. Die Maske des Zorns. Wir spielen das, ich sag mal, Originalspiel. Es gibt ja noch eine Reihe von DLCs. Da will ich mich erstmal nicht dran wagen. Ich bin eigentlich kein DLC-Freund. Aber hier haben wir erstmal die Maske des Zorns. Und ich finde schon allein die Aufmachung des Menüs sehr, sehr geil. Also das habe ich so für einem Computerspiel selten gesehen. Dieses... Wie sich das einfach, es fühlt sich einfach geil an, wenn man hier durchwandert, dass sich immer alles ein klein bisschen verändert. In der Tiefe, auch im Spiel. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf dem Menü rumreiten. Ich hoffe mal, die Optionen und alles soweit ist richtig eingestellt. Ich sag einfach mal direkt neues Spiel. Und ich versuch's mal auf schwer. Mal gucken. Ich kann mich ja später hoffentlich noch umentscheiden. Wegen der Helligkeit, ich gucke mal auf meinen Kontrollmonitor. Der ist nämlich richtig, richtig kacke. Und für die unter euch, die auch einen beschissenen Monitor haben, dürfte das eigentlich ganz gut sein. Ja, okay. Nehmen wir mal an, dass das so stimmt. Und ja, wir starten natürlich ein neues Spiel. Deshalb werden alle Testaufnahmen, die ich bis jetzt gemacht habe, gelöscht. Und wer keine Ahnung hat, worum es so richtig bei Dishonored geht, der schaut sich jetzt einfach mal das Intro an. Bitteschön. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. War ein bisschen laut gerade eben, aber im Spiel wird es dann wieder leiser. Raven! Nee, Renhaven! Ganz ruhig! Genau! Aufpassen! Leinen los! Leinen sind los! Haben abgelegt! Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Das brauchst du mir nicht sagen. Ich bin eine Lord Corvo. Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch. Schwachsinn, keine drei Monate mehr überleben. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Ein Wal! Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission. Das ist ungewöhnlich. Die haben einen Wal auf ihrem Boot. Richtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Wahl. Es gab ja auch eine Wahl zu dem Spiel. Schönes Wortspiel. Ja, komme ich später drauf zurück. Ja, das ist mal wirklich ein Tower. Helga, es geht nach oben. Geschlossen, fertig. Eine Schleuse. Ich finde Schleusen total cool, ehrlich. Und sie hebt sich. Ein Fahrstuhl für Boote. Das ist so abgefahren. So, und somit sind wir im Vollbesitz der Kontrolle über das Spiel. Ich bin natürlich auch wieder mit Facecam dabei. Ihr findet mich unten rechts in der Ecke. Hallo! Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Wir sind gerade im Dunwall Tower angekommen, quasi im Hauptsitz der
hiesigen Regierung gewissermaßen. Und wir sind schon ein ziemlich dicker Masser, der hier fett was zu sagen hat. Trotzdem gibt es auch für uns bestimmte Sachen, die wir tun und die wir lassen sollten. Wir sollten zum Beispiel nicht anfangen, irgendwie hier zu randalieren. Das ist hier nicht gern gesehen. Ich habe das während meiner Testaufnahmen... Ich habe das während meiner Testaufnahmen schon ausführlich getestet. Man kann auch jetzt schon anfangen, Scheiße zu bauen, indem ich mich, wartet mal kurz, hier hochstelle und dann ihm einfach mal ein bisschen auf den Kopf rumtanze. Und das wird als Schwerverbrechen geahndet. Wir sind kaiserlicher Schutzherr, aber wir dürfen den Wachen nicht auf die Schultern springen und sagen, höher, trag mich zur Kaiserin, Sklave. Nein, das dürfen wir nicht, wenn wir verhaftet. Finde ich ein nettes Feature. So, aber Flachsen beiseite. Es war gut mit Ihnen zu reisen, Corvo. Ja, ne, finde ich auch. Ich bin ein sehr guter Reisetyp. Kennst du meine Nichte Callista? Oh ja. Sie wird mit jedem Jahr hübsch. Das kann ich bezeugen. Ja, ja. Der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Aber, es hat doch alles geklappt. Keine Experimente. Sokolov hat wieder alles geändert und wir wissen noch nicht, was die Hydraulik jetzt kann. Es ist eine Schleuse, Leute. Ein Porträt. Wenn wir etwas ausprobieren wollen, dann jetzt. Wer seid ihr überhaupt? Da ist er. Gute Reise, Sir. Ja, und wer bist du? Sokolov hat die Hydraulik verbessert. Jetzt läuft sie wie geschmiert. Jetzt weiß ich, wer Sokolov ist, aber wer bist du? Die höchste Schleuse im ganzen Kaiserreich, so sagt man. Echt? So siehst du gar nicht aus. Na okay, gut. Und du? Willkommen zurück, kaiserlicher Schutzherr. Ja, das sagt mir hier irgendwie jeder. Sie hatten Glück, eine Weile fort zu sein. Die Seuche wird hier immer schlimmer. Also habe ich nichts verpasst. Ist mir eine Ehre. Schön. Was spielst du da eigentlich dran rum? Da, wo du drückst, sind gar keine Knöpfe, ne? Das weißt du. Und man wischt da nicht drüber. Man drückt die wie ein Mann. Und nicht... Naja, okay, gut. Sokolov hat die Schleuse verbessert. Ich weiß nicht, was will man da verbessern? Es fließt Wasser rein und das Boot kommt dann hoch. Das sieht auch schon schnittig aus, ne? Schicke, leckere Schnitte. Na, Dudes, geht's euch gut? Hallo, Sir. Der Meisterspion ist bei ihr, aber sie will sie sofort sehen. Sofort? Okay, dann, Carvo, du bist zurück. Na, darfst du denn hier auch frei rumlaufen? Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Nee. Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen alten Meisterspion. Okay. Fieser alter Meisterspion. Na gut, dann legen wir los. Gut, los geht's. Verstecke spielen. Ewig her, wie ging das nochmal? Ich will weiter das Klettern bei. Ich will mal bis aufs Dach klettern. Kein Ding, machen wir. Ich leg unten eine Matte hin, ne, falls du fällst. Du willst mit Verstecke spielen? Der kaiserliche Meisterspion ist bei ihr, aber sie bat sie sofort reinzubringen. Ja, ich spiele nur noch mal kurz mit dem Kind, ja? Was? Wer will dir Angst machen? Was? Wo? Wale gab's nicht auf meiner Reise. Also nicht mehr. Wir haben sie gegessen. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Ah, jetzt hätte ich doch fast die Regeln von Versteckespielen verschwurzt. Versteck dich gut. Na gut, ich verstecke mich mal, ich glaube, ich habe schon was gesehen. Ah, Schleichen. Drücke C, um in den Schleichmodus zu wechseln und bleibe dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Alles klar, dann wollen wir mal schleichen, Charlie. Wir müssen schleichen. Okay. 1, 2, 3. Ist das ein gutes 4, Versteck? 5. Ich hab's. 6, 7, 8. Hey, das kann die gar nicht gemerkt haben, dass ich den Spielbereich verlassen habe. Wie hast du das mitgekriegt? Hexe. Hast du Piraten gesehen? Ja, ich habe auch die gegessen. Jeder hat Angst wegen der Rattenplage. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Moin. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Das weiß ich selber nicht. Ich habe zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Müssen Sie sich ja alle mit Titel anreden? Sieht das wie Campbell aus? Ich weiß nicht. Lass mich mal gucken. Ich will jetzt nicht sprinten, liebes Spiel. Na, egal. Ah, ein bisschen... Sieht
genauso faltig aus. Wer bist du denn? Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Das habe ich gehört. Meinst den Typen, der da hinten an den Geräten rumschraubt, ne? Die Schatten verdecken die schlimmsten Züge, aber dennoch... Ja, manchmal kommt auch Übles aus den Schatten hervor, aber du musst ja nicht alles mitmalen. Ich möchte das Antlitz des Oberaufsehers für zukünftige Generationen von Gläubigen festhalten. Von Gläubigen? Wir glauben an den Oberaufseher? Also ich weiß von dem Oberaufseher, da musst du nicht mehr an ihn glauben. Glauben und Wissen sind zwei unterschiedliche Sachen. Mit diesem Bild verspotte ich mein Talent. Ja, mal doch mal was Abstraktes und sag, es wäre der Oberaufseher. Ich tue meine Pflicht, aber unter Protest. Du bist eine ganz schöne Mimose, kann das sein? Sehen Sie, was ich malen muss? Der Oberaufseher ist keine Schönheit. Dann such dir doch wen Schönes zum Malen. Die Kaiserin will sie unbedingt sehen. Hey, Corvo. Hey, Corvo. Die Kaiserin will dich unbedingt sehen, Zwinker, Zwinker. Unter zwei Augen, Zwinker, Zwinker. Das Gespräch wird lang und hart, Zwinker, Zwinker. Na du, wer bist du denn? Eine sinnlose Aufgabe, Corvo. Die Seuche wohnt in uns allen. Wir müssen unseren Glauben stärken. Unseren Glauben? Wechseln Sie nicht ständig die Pose. Er wechselt nicht wirklich die Pose, aber okay. Kein Fremdling kann uns vor den Folgen unserer korrupten Gesellschaft retten. Und das kann auch ein Elixier nicht. Also du meinst, wir sind alle verloren. Du siehst ein bisschen aus wie eine Ratte, kann das sein? Genau, streich dir mal die Falten aus der Fresse. Das sieht echt furchtbar aus. Vergessen Sie nicht. Jeder hat eine Wahl, jeder hat ein Schicksal. Jeder hat eine Wahl, jeder hat... Ich habe die Wahl, meinem Schicksal zu folgen, wodurch ich keine Wahl mehr über mein Schicksal habe. Was? Sagen Sie, was Sie wollen. Die Seuche hat die Gläubigen zu uns gebracht. Ja, so ist das meistens. So läuft das meistens. Wenn das Leid am höchsten ist, dann kommen die Gläubigen auf einmal an. Und vorher brauchten sie den Glauben nicht. Was machen Sie? Ich brauche die Flasche, damit Campbell mich nicht ansieht. Aber ich glaube, ich kann es auch ohne die Flasche versuchen. Auch wenn er sie immer griffbereit hat. Was? Den Spruch kannte ich noch gar nicht, trotz Probeaufnahmen. So. Vergessen Sie nicht. Naja, hatten wir schon. Ich hatte die Wahl, dir deine Flasche zu klauen. Ja, dann habt mal euren Spaß. Ich will euch da nicht länger stören. Sie empfängt sie gleich. Ja, ich habe mir gerade Mut angetrunken, aber trotzdem. Wie geht's dir so? Gut, Sie wiederzusehen, Sir. Ja. Ich hoffe, Sie berichten Gutes, Sir. Weiß ich nicht. Die Leute auf dem Boot haben mir gesagt, dass es ein weiter Weg für schlechte Nachrichten war. Du bist doch der Typ vom Boot, wa? Die Wache liegt mir mehr. Ich bin kein Diplomat. Genau. Dein Argument hängt dort in der Schlaufe, richtig? Seltsam. Wale vor Whitecliff. Zu früh für diese Jahreszeit. Okay, das ist der Pausengong. Gut, dann würde ich sagen, legen wir hier ein kurzes Päuschen ein. In der nächsten Folge quatschen wir dann mit der Kaiserin und dann, ja, kommt das Spiel zu langsam ins Rollen. Das war jetzt erstmal nur ein... Na, es war nicht mal ein Vorgeschmack. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Aber ja... Ich freue mich schon wie Sau drauf. Ich habe schon so lange vor, dieses Projekt zu spielen. Ich habe zwar schon ein LP gesehen, einerseits bei Sarazar, dann nochmal bei Betagod. Ich weiß noch nicht genau, wie ich spielen werde. Hatte zu dem Punkt ja auch eine Umfrage gestartet. Und ja, das Ergebnis werten wir dann in der nächsten Folge aus. Ich habe bei Sarazar gesehen, wie jemand den Stealth-Modus quasi versucht, herumzuschleichen und ninja-technisch. Und das dann allerdings auch überhaupt nicht auf die Reihe kriegt und allen aufs Maul haut. Ich habe bei Betagod gesehen, wie jemand sich durch das Spiel stürzt mit einem Kriegsschrei auf den Lippen und erhobenem Schwert und die Straßen mit dem Blut seiner Feinde drängt und alles niedermetzelt. Und ich würde eigentlich gern versuchen, das Spiel zu spielen, ohne dass auch nur ein Charakter in dem Spiel merkt, dass es mich überhaupt gibt. So ganz unsichtbar würde ich gern probieren. Weil ich glaube, das ist auch der schwierigste Part. Natürlich ist es auch schwierig, sich zu kloppen. Und ich denke mal, Kloppe werden wir auch genug abkriegen, weil ich es nicht immer schaffen werde, unerkannt zu bleiben. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal so leicht, sich unbemerkt überall durchzuschleichen. Wir werden sehen in der nächsten Folge. Bis es soweit ist, sage ich, ich bin der Baume. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio!